Auf der gelben Couch der Sternstunde, aber wir haben jetzt noch einen richtigen Star. Eine junge Dame, die zurzeit abräumt ohne Ende. Überall, wo sie auftritt, flippen die Leute reihenweise aus. Und wir freuen uns ganz, ganz besonders. Sie hat einen irrsinnig vollen Terminkalender, dass sie gesagt hat, Bernie, für die Sternstunde habe ich Zeit. Und das auch noch mit ihrem ganz, ganz neuen Titel. Eine wunderschöne Ballade, Imagine heißt sie. Und jetzt einen Riesenapplaus, hier ist Juliet. Ich habe ja gesagt, wir haben heute nur absolute Superstars in den BTV-Studios. Vielen, vielen Dank, Juliet, dass du Zeit hast. Also wir haben ja gebibbert, hat sie Zeit. Sie hat einen vollen Terminkalender, aber sie hat es möglich gemacht und dann mit ihrem ganz, ganz neuen Titel. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das Publikum ist echt irre. Wie findet ihr den neuen Titel? Ja. Juliet, zwei Sachen sind bei dir interessant. Das ist jetzt deine wunderschöne, ganz, ganz neue Ballade, jetzt ganz, ganz neu auf dem Markt. Aber es gibt ja noch ein weiteres, ganz, ganz neues Projekt von dir. Und zwar machst du ein Duett, ne? Genau, es ist schon gemacht worden und ist seit einer Woche auf dem Markt. Und das ist ein großer, großer Traum von mir in Erfüllung gegangen. Ich habe ein Duett aufgenommen mit Lionel Richie. Ja. Für mich die absolute Musiklegende und das ist fantastisch. Und wie war es, mit ihm zu arbeiten? Toll? Wunderbar. Ein großer Künstler? Ja, das war sehr, sehr schön. Wir haben zwar die Nächte lang gearbeitet und aufgenommen, weil Lionel lebt auch nach LA-Zeiten in Deutschland.
Und das heißt, es beginnt alles erst um 1 Uhr nachts. Mhm. Aber es hat trotzdem mega Spaß gemacht. Ja. Mein Gott, das Outfit, machst du das selbst? Nein, hast du Kostümbildnerin für, oder? Toll, oder? Ich wähle mir immer alles selbst aus. Ja, na wunderbar. Jetzt werden wir auf jeden Fall noch den Martin Schmidt... Ja, einen Applaus hat sie auch fürs Outfit. Dankeschön. So. Jetzt werden wir natürlich auch noch den Martin Schmidt befragen. Wenn wir Juliet schon mal in den BTV-Studios haben, wollen wir natürlich auch wissen, Martin, wie stehen denn Ihre Sterne jetzt für Ihre ganz, ganz neue Single und für die Zukunft? Was sehen wir denn da? Also sie hat im Moment gute Jupiter-Jupiter-Aspekte. Das heißt also, der Glücksplanet persönlich steht im Moment gut und der steht im Frühjahr besonders gut und dann nochmal gegen Mitte des Jahres und gegen Ende des Jahres sehe ich nochmal ausgezeichnete Aspekte. Das heißt also, die dürfte jede Menge Singles verkaufen, da bin ich überzeugt. Das ist ja wunderbare Prognose. Das heißt, kann du wirst, da kann nichts mehr schiefgehen. Du wirst regelmäßig zu uns kommen in die BTV-Studios. Wollt ihr sie nochmals haben hier? Soll sie wiederkommen? Wusste es. Dankeschön, sehr gerne, sehr gerne. Wunderbar. Dankeschön, dass du hier bist. Bleib mal eine Sekunde hier. Ich sag schnell noch die nächste Gruppe an. Jungs und Mädels, ich habe ja gesagt, es gibt heute nur die absoluten Superstars in den BTV-Studios in der Sternstunde. Und die nächste Gruppe ist ebenfalls eine Abräumergruppe. Seit Jahren ein Superhit nach dem anderen. Und wir sind richtig froh, dass sie heute Abend wieder den Weg in die BTV-Studios gefunden haben. Wir kühlen jetzt das Studio runter. Alle Eismaschinen sind eingeschaltet. Und ich guck mal rüber auf die linke Bühne. Jawohl. Die Dekoration ist zu Eis geworden. Und jetzt wird es richtig heiß in einer Eisdeko. Hier ist der neue Titel, Club Bizarre. Und hier ist Brooklyn Bounce.